Jason Duffner, so kennt man ihn, voller Power, genau wie seine Kollegen Ricky Fowler und Bubba Watson. Doch dann auf einer PR-Aktion wird Jason Duffner irgendwie müde. Ist ja auch anstrengend den ganzen Tag am Golfen. Oh, dieser Stress und dieses Foto entsteht. Plauze raus? Na dann rein auf Twitter, haben sich seine Kollegen gedacht. VDA Points hier nach seinem Sieg bei der Shell Houston Open. Auch der Weltranglistenvierte Luke Donald zeigt, was er hat und betreibt Duffnering in Reinform auf dem Perser. Genau wie Ricky Fowler. Tja, liebe Mädels, Duffnering macht aus dem schönsten Mann einen Vollschluffi mit dem Charme eines rausgerissenen Rasenstücks. Auch unser Lieblings-Ire McIlroy sieht in der Duffnering-Pose nicht allzu vorteilhaft aus, aber darum geht's ja gerade. Schön sein kann ja jeder. Und Master-Titelverteidiger Bubba Watson? Der entspannt sich mit ausgestreckter Ostereierplauze vor seinem Mustang. Der Stress kommt schließlich noch früh genug. Das wissen auch Keegan Bradley, Dustin Johnson und Brent Snedeker. Und welch Überraschung. Duffnering schafft es sogar, einen totgeglaubten Hype wiederzubeleben. Ja, der Harlem Shake ist wieder da, aber diesmal irgendwie ein bisschen cooler. Darf ich vorstellen, Martin Keimer, aktuell Deutschlands bester Golfspieler. Er war schon die Nummer 1, in diesen Tagen wird er auf Position 35 der Weltrangliste geführt. In der Sportart Golf sind das Nuancen. Keimer ist Weltklasse. Neben dem großen Bernhard Langer ist der 28-Jährige aus Mettmann der einzige deutsche Golfprofi,